Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 21. Dezember 2020 mit einer spontanen Legung für dich und zwar mit diesen wunderschönen Gustav Klimt Karten mit den Tarotkarten und zwar, wie wird deine Woche sein? Also von 21. von dem Wintersonnenwenden bis zu 27. am Sonntag. Natürlich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, dass du mir deine Gedanken zusendest. Schließe deine Augen dabei. Was zeigt sich dir? Deine Gefühle, deine Empfindungen. So generell, was zeigt sich dir in diese Weihnachtswoche? So. Also es zeigt sich hier die Königin des Schwertes. Also du kannst diese Woche also etwas auch klären. Du kannst dich auch ganz sachlich mit den Themen auseinandersetzen. Das finde ich schon mal großartig. Wir gucken jetzt hier, was hier gerade los ist. Also der König des Schwertes ist auch wieder eine Luftenergie. Also das kommt etwas in der Bewegung und es kommt etwas im Gleichgewicht. Also das Geben und Nehmen kommt in diese Woche in Gleichgewicht. Du bist sehr kühl, also sachlich bei der Sache. Und das ist auch gut so, denn dadurch, guck mal, entwickelt sich alles sehr gut in deinem Leben. Also die Sonne symbolisiert immer die Kraft, also dass sich das gut entwickelt. Und du nimmst dich so ein bisschen zurück, du bist so ein bisschen zurückhaltender in diese Woche. Finde ich auch gut, du schaust nach innen und dann liegt dir die ganze Welt zu Füßen. Also wenn du mehr auf dich schaust, wenn du mehr sachlich bist und nicht so sehr in Emotionen hineingehst, lass dich einfach ganz spontan treiben. Also hier der Narr ist das und also sei einfach spontan und lass dich dazu wirklich treiben und führen und ja, wie sich das auch entwickelt und dann wird sich das gut entwickeln, denn der Narr kann dir auch wirklich Überraschungen auch mitbringen und das tut er gerade, denn hier sind die zwei Kelche. Also dir wird jemand den Kelch überreichen, wo du schon so lange darauf wartest, du erfährst wirklich Wertschätzung in diese eine Woche. Wir schauen jetzt. Jetzt natürlich legen wir die Karten aus. Eine große Analyse, es geht ja natürlich um dich. Und da hast du die Welt und da hast du die zwei Schwerter. Vielleicht hast du dich jetzt momentan so ein bisschen verschlossen, habe ich das Gefühl, dass du so ein bisschen dein Herz zugemacht hast. Wir legen jetzt natürlich wieder viermal die 9. Das kennt ihr ja schon. Viermal die 9 ist die 36. Das ist die 9. Die 9 ist immer die Vollendung und das finde ich großartig. 2, 4, 6, 7. 8, 9.
Das sind wirklich wundervolle Karten. Natürlich sind die jetzt sehr bunt und du kannst es jetzt in der Kamera nicht sehen. Aber du kannst gerne die Augen auch schließen und einfach in ihre Energie oder in meine Worte auch einfach eintauchen und einfach für dich schauen. Also, das wird hier gefeiert. Also der 3D-Kelche symbolisiert hier auch die Feste. In der Liebe auch schon mal eine Dreierverbindung. Aber jetzt deutlich, dass einfach die Woche wird auch festlich, da wird auch wirklich gefeiert. Wird eine gute Stimmung sein, auch eventuell mit deiner Familie. Und ja, also es kommt etwas in der Bewegung, also der Bube der Stäbe ist ja, kommt etwas, es bewegt sich etwas in deinem Leben. Und ja, du hast das Gefühl, also irgendwie, dass du bis jetzt so eingeschlossen warst oder eingeschlossen bist. Natürlich auch, du hast ja Einschränkungen genauso. Jetzt mit den äußeren Umständen, man kann ja auch gar nicht, wie man möchte. Und das belastet dich sehr, diese Gefühl, denn bist du auch gewohnt, dass du Weihnachten vielleicht auch ein Stück weit anders gefeiert hast, hast du Geschenke gekauft, hast du also mehr Gäste eingeladen und das beunruhigt dich so ein bisschen und du hast auch richtig hier so Ängste, so ein tiefes Gefühl, Unsicherheiten kommen nochmal in dir hoch, gerade in dieser Woche mit dem Corona, also man hört ja auch sehr, sehr viele Sachen und ja, das sind so Unsicherheiten eventuell, was bei dir auch momentan hochkommt. Dennoch ist es wichtig, dass du in deinem positiven Gefühl bleibst, weil das sind die Königin der Kelche, symbolisiert hier eine sehr gefühlvolle, empathische Person, die alles also in sich trägt und denk auch wirklich daran, dass du ein Stück weit auch mit deinen Gedanken auch vieles, also auch in positive Richtung auch steuern kannst. Und das finde ich auch wirklich wichtig, dass du jetzt nicht auf diese Mangel siehst, dass man hier zum Beispiel nicht so viele Gäste einladen kann oder dass sich das nicht so ist wie jedes Jahr. Genieße auch jetzt in dieser Situation das, was du gerade hast und kreiere dir so, dass du dich gut fühlst, dass es für dich schön ist, dass es für dich Besonderes ist und verpasst dadurch jetzt wirklich nicht die Chancen, dass du jetzt beleidigt bist und wirklich dich komplett verschließt mit den 4 Kelchen, weil da verlierst du da wirklich, die Tage gehen schnell vorbei und du hast es gar nicht vielleicht so genossen, wie du es haben wolltest. Und wenn du deine Sichtweise so ein Stück weit so ein bisschen veränderst, vielleicht sagst du auch, ja gut, ich mache die Rauhnächte vielleicht bewusst mit oder ich nehme die Zeit für bestimmte Dinge, was für mich auch immer wichtig war. Vielleicht hast du noch einen Buch oder den anderen, wo du auch noch lesen wolltest oder irgend sowas, was du auch schon lange, lange machen wolltest. Und dann gehst du aus dieser Situation wirklich wohl erholt und wirklich mit Sieg heraus, dass du sagst, ach, so schlecht war das gar nicht jetzt. Ich habe mir viel Stress erspart. Ich habe mir viel wirklich diese ganze Weihnachtsstress, was auch immer wieder auch überall stattfindet. Und da gehst du wirklich als Siegerin oder Sieger aus dieser Situation heraus. Und ja, und dann hast du vielleicht auch gar nicht diese ganzen Auseinandersetzungen oder vielleicht hast du dich aus diesen Konfliktsituationen auch herausgerissen, positiv gemeint oder dich zurückgenommen aus diesen Konfliktsituationen. Manchmal, dass man ja, was weiß ich, bestimmte Geschenke dann wieder tauschen muss und umtauschen muss und hinbringen muss und machen muss. Also sehe das positiv, dass du dich da auch ein bisschen ein Stück weit frei gemacht hast davon, ja? Und dass du dich da nicht, hast du keine Rechnung, hast du keine Rechnung, dass du dich vielleicht auch mit solche Konflikte dich nicht auseinandersetzen musst. Also, momentan hast du das Gefühl, es steht in deinem Leben alles Kopf, also das ist so schnell in dein Leben reingekommen, diese ganze Chaos und also so eine eisig kalte Stimmung. Dennoch ist wirklich wichtig, dass du deinen Blick wirklich auf diese 5 Kelche, da richtest du zu sehr deinen Blick auf den Mangel. Und das sollst du umdenken, gar nicht diesen Mangel schauen. Denn gut, 3 Kelche sind zwar umgefallen, aber 2 sind doch dennoch da. Und wenn du dann hier wirklich aus diesem Mangel rausgehst, hier hast du wieder diese 5 Münzen,
dann kannst du das gar nicht so genießen. Wirklich genieße bewusst, gönne dir wirklich eine schöne Zeit für Weihnachten. Gönne dir wirklich eine schöne Zeit für Weihnachten. Und dann erhältst du hier die 10 Kelche, dann fließt das Gefühl. Und wenn das alte Bilder sind, was du mit deiner Familie anschaust und sagst, ah ja, letztes Jahr war die Tante sowieso da, der Onkel sowieso da. Also du kannst dein Bewusstsein ganz anders richten und da kannst du trotzdem diese Freude und dieses schöne Gefühl auch fühlen. Und dann wirklich, da kommen auch wirklich so alte Erinnerungen in dein Leben. Und also diese Vertrautheit kommt wieder zurück mit diesen 6 Kelchen. Das finde ich auch wirklich schon sehr großartig. Und ja, und dann kannst du das auch wirklich zur Erde bringen. Also hier der König, der Münzen symbolisiert auch wirklich was Positives, was Bodenständiges hier generell. Und das sollst du dann auch wirklich so leben. Denn langfristig gesehen wird sich das wenden. Siehst du, langfristig gesehen hast du hier die 3 Stäbe und die Welt also vor dir liegen. Und hier auch die Hohepriesterin. Also du sollst auf deine Intuition hören generell. Denn deine Intuition sagt dir, dass es besser wird. Dennoch muss etwas wirklich hier der Teufel muss etwas wirklich hier auch wirklich absterben. Also in dem Fall würde ich jetzt auch sagen, Teufel, nenn es für dich, was du für einen Teufel nennen möchtest. Also irgendein Glaubenssatz, irgendetwas oder irgendwelche Gedanken, irgendwelche Ängste musst du wirklich dabei loslassen. Ängste können auch, also den Teufel kann auch die Ängste symbolisieren. Wenn du das auch wirklich loslässt, diese Traurigkeit loslässt, die Bedenken loslässt und dich wirklich auf dieses Vertraute einlässt, dann wird sich das auch total anders für dich wenden. Denn hier hast du der Bube der Kelche, du hast wirklich viel, viel Möglichkeit dafür, dass du dich wirklich wohlfühlst, dass du dich gut fühlst, dass du in dein Gefühl bist, also in der Liebe bist und also diese Gehängte symbolisiert, dass du momentan auch sowieso nicht viel was anderes tun kannst. Trotzdem kannst du das aber auch benutzen, diese Energie, fürs Ausruhen, weil das ist ja nicht ganz am Ende. Du hängst zwar in der Luft, aber trotzdem kann das also entspannend sein für dich. Und hier der Königin der Schwerter symbolisiert hier für mich generell, dass du das auch so wirklich ein bisschen sachlich auch bei dir bleiben sollst und du sollst auf keinen Fall jetzt hier schlechtes Gewissen haben oder schlaflose Nächte deswegen. Das sollst du auf keinen Fall und ja, du sollst auch nicht, also du sollst dich ausruhen und keine schlaflose Nächte dadurch haben. Also mach das Beste aus der Situation, ruhe dich aus, du brauchst jetzt nicht vielleicht Stunden nicht so für die ganze Familie zu kochen oder irgendwie was zu machen, was zu besorgen, du ersparst dir wirklich viel, viel Stress und ja, das kann sich auch positiv, total positiv bei dir entwickeln mit dem Ass der Stäbe. Asse sind immer Chancen, auch für Feuerenergie, auch für die Entwicklung und komme in deine eigene Herrscherkraft, in deine Herrscherenergie. Gut, also langfristig musst du natürlich noch ein bisschen Geduld haben, bis das vergeht und vielleicht auch so ein bisschen verteidigen deine Ansicht, ja, dass es jetzt momentan auch anders ist, vielleicht so ein bisschen anschauen, deine Ansichten anschauen, was stört dich an diese ganze, weil das jetzt dieses Jahr so ist, vielleicht gefällt dir das aber auch, dass es so ist, dass du so mehr Ruhe für dich finden kannst. Es zeigt sich hier der zwei Schwerter, das symbolisiert hier eine gewisse Verschlossenheit. Du bist jetzt richtig verschlossen gegen diese Welt, also das heißt vielleicht auch dieses Verschlossene symbolisiert oft, ja, dass man das Herz zugemacht hat. Aber mit diesem Welt zusammen symbolisiert das für mich sowas, dass du dich vielleicht vor der Welt verschließt und einfach spontan alles auf dich zukommen lässt,
Und vielleicht ist auch diese vertraute Zweisamkeit mit deinem Partner oder mit jemandem, der dir sein Kelch jetzt auch wirklich reicht. Also die wenigen Kontakte, die du hast, dass es halt auch in der Familie eine Augenkontakt auch stattfindet, eine Augenhöhe stattfindet und das Geben und Nehmen in Ausgleich bringt. Und ja, da hast du die Möglichkeit, auch etwas wirklich sachlich hier zu klären, vielleicht auch Themen anzusprechen, dass ihr darüber gemeinsam spricht, ja, wie das jetzt für den einen ist, wie das für den anderen ist. Und schon entwickelt sich hier eine positive Energie, die Liebenden und ja, und der Eremit, also sich zurückziehen und dieses schöne Gefühl genießen, denn dann scheint die Sonne für dich. Also total eine schöne Weihnachtswoche. Also ich finde, dieses Innenschau, du kannst auch mit dir selber, mit deinem Partner feiern. Also ich finde das wirklich großartig. Ich ziehe dir noch eine Karte als eine Botschaft. Und zwar, hier habe ich noch einen schönen Kartendeck. Einmal für die Liebe ziehe ich dir eine Karte und das ist hier die Liebeskarten von Kurt Tepperwein. Ziehen wir eine Karte. So, was raten dir die Karten für die Liebe? So, sehr gut. Und was raten die dir so die Karten auch für deinen wahren Weg? Und das ist auch von Colette Baron Reed, die Karten für deinen wahren Weg. Eine Karte bitte. Für die Weihnachtswoche. Page des Wassers, also geh mit dem Gefühl, genieße das, also geh in dein Gefühl, also für deinen weiteren Weg, lass die Gefühle in der Tiefe gehen. Und in der Liebe, wahre Liebe, schenkt uns Geborgenheit und erweckt Freude und Begeisterung. Und wir fragen auch eine bärenstarke Frage für dich, worüber du vielleicht auch in dieser Weihnachtswoche mal nachdenken sollst, wo du sonst keine Zeit hast. Und dann kommen wirklich zwei Karten für dich. Also, so, denk über deine Vorbilder nach. Welche Menschen bewundere ich? Ja? So, alles, was du an anderen Menschen erkennen kannst, steckt auch in dir. Wenn du die positiven Eigenschaften der Person, die du bewunderst, aufschreibst, kannst du direkt erfahren, welches Potenzial auch in dir schlummert. Lass dich daher von deiner Bewunderung für andere Menschen, für dein eigenes Leben inspirieren und entfalte Schritt für Schritt das Potenzial in dir, was noch nicht gelebt wird. Jeder sieht am anderen nur so viel, als er selbst auch ist. Ja? Und die zweite Frage, deine Priorität. Meine Priorität, was ist mir im Moment wirklich wichtig? Vielleicht kennst du das auch, du hast viele Dinge, die du erledigen möchtest und während du eines nach dem anderen bewältigst, fehlt die Zeit genau hinzusehen, ob dir diese Tätigkeit wirklich wichtig sind. Damit du auch Zeit für die Sachen hast, die du tatsächlich machen möchtest, hilft dir die Frage, was für dich wirklich eine hohe Relevanz hat. Manche Dinge, in die wir viel Zeit investieren, sind am nächsten Jahr völlig nebensächlich. Halte daher kurz inne und frage dich, welche Aufgaben, die dich im Moment beschäftigen, ganz sein gelassen werden können und welche du auf später verschieben kannst. So hast du Zeit, die Dinge, die dir im Moment tatsächlich wichtig sind und auch nur von dir erledigt werden können, entspannter anzugehen. Also deine Aufgabe ist es, die dir gemäße Tätigkeit zu finden und dich ihr dann von ganzem Herzen hinzugeben.
das ist so für dich, für deine Weihnachtswoche die Botschaft. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war oder wenn das der Fall ist, natürlich freue ich mich über ein Like. Und umso mehr natürlich, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist. Über Weihnachten wird natürlich nicht, vielleicht nicht jeden Tag ein Video geben oder nicht jeden Tag oder nicht zur regelmäßigen Zeit, aber es wird immer irgendwie etwas kommen. Deswegen empfehle ich dir, abonniere meinen Kanal, klicke auf den Button abonnieren rechts unter dem Video und klicke nochmal auf die Glocke. Und dann öffnet sich ein Feld und dann klicke, ob personalisiert, und dann klickst du auf die Antwort alle. Dann bekommst du wirklich alle Benachrichtigungen, wenn es etwas hier Neues gibt. Wenn ich jetzt in der Community was poste, wenn ich jetzt ein Livestream starte oder ein neues Video hochlade, du wirst dann ganz völlig unkompliziert und kostenlos benachrichtigt. Und da kannst du auch nichts mehr verpassen für dich. Natürlich, vielleicht werde ich auch eine kleine Meditation in der Zeit auch jetzt mal hochladen. Lass dich inspirieren, lass dich überraschen, denn unverhofft kommt oft. Weißt du ja, lass dich überraschen. Und wenn du noch bei der Rauhnächte dabei sein magst, dann verliere keine Zeit. Ein einziger Platz ist noch da, dann schließt sich wirklich der Kreis. Und ja, heute gibt es auch eine kraftvolle Ritual für die Wintersonnenwende. Vielleicht spricht dich das ganz besonders an. Wenn das der Fall war, dann treffen wir uns heute Abend. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis ganz bald. Namaste, deine Valeria.